Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 9. Mai 2019 nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen haben das Wissen von indischen Astrologie übernommen, auch die Berechnungen. Und beide Systeme berücksichtigen die Präzession, was nichts anderes ist als die Bewegung unserer Sonne durch den platonischen Jahr. Ein platonisches Jahr dauert etwa 26.000 Jahre, ein platonischen Monat etwa 2000 Jahren und wir befinden uns gerade im Wassermann-Zeitalter. Das hat begonnen am Dezember 2012, so wie im Maya-Kalender das auch vermittelt wurde. Und vorher waren wir noch im Fischen-Zeitalter. Dadurch, durch diese Bewegung, verschiebt sich die Frühlingspunkt. Und diese Bewegung, diese Verschiebung wird bei indischen Astrologie, auch in der tibetischen Astrologie berücksichtigt. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Dieses Legesystem zeigt die vier Grundelemente: Feuer, Erde, Luft und Wasser. Weil das ist eine ständige Bewegung ist, eine Art Rhythmus, ein Tanz, nenne ich dieses Legesystem der Tanz der Schamanen, weil das hat auch eine heilende Wirkung, wenn wir in die gleiche Schwingung sind, was die Einflüsse von der Natur wir erhalten oder die kosmischen Einflüsse. Wegen meiner kritischen Äußerungen erscheinen im YouTube-Kanal jetzt Aufnahmen der Tanz der Teufel. Ja, bin ich als Teufel dargestellt. Das ist nur eine Feststellung. Ich möchte nicht viel dazu sagen, nur versichern euch, ich bin im göttlichen Energie und ich bleibe im göttlichen Energie und ich bleibe in Ruhe. In Ruhe liegt auch die Kraft. Und jetzt betrachten wir mal dieses Bild und könnt ihr auch sofort erkennen, dass im Feuerelement fließt Energie. Hier ist Sonne, Uranus, Merkur, Saturn und Pluto. Dann haben wir Energie im Luftelement. Das ist Neptun, Mond und Mars. Unserem Planet Erde bewegt sich im Waage, gehört auch zum Luftelement. Athena nehme ich jetzt nicht dazu, das muss ich anderes dann beschreiben. Und im Wasserelement ist Jupiter und Venus, es fehlt die Erde. Wir brauchen aber die Erdung. Und wenn von der kosmischen Energie her die anderen Elemente betont sind, dann sollen wir erden. Weil so finden wir die Gleichgewicht. Natürlich bedeutet auch Gartenarbeit oder mal in Natur rausgehen oder die Natur auch bewundern. Kann auch bedeuten, dass das wichtig ist, jetzt um die Finanzen kümmern, unserem beruflichen Situation kümmern, all das, was uns Sicherheit, Stabilität gibt und wir brauchen auch diese feste Boden unter unseren Füßen. Bedeutet auch die Erdeelement, dass unsere Ideen, so wie wir uns auch fühlen und wie die Kraft ist, das ist alles Luftelement, Wasserelement und Feuerelement. Die Ideen ist Luftelement, das Gefühl dazu Wasserelement und die Kraft, das in Bewegung setzen, ist Feuerelement. Das ist gerade der richtige Zeitpunkt zum Handeln und das im Tat umsetzen, dann nehmen wir die Erdeelement in Besitz.
Sonne bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder, wobei hier muss auch korrekt beschreiben, die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht und die Sonne, wenn wir alles aus der Erde aus betrachten, erkennen wir die scheinbare Sonnenbewegung in wieder. Und das ist die Monatsthema und das heißt Neuanfang, Kraft und Mut zu zeigen. Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühlen. Mond hat auch eine Art mütterliche Natur, auch Empfängnis, kann auch Schwangerschaft auch auslösen oder Verbindung zu unserem Mutter- oder Mutterbild. Mond bewegt sich in Zwillinge und das hat einen Einfluss auf unseren Gefühlszustand. Leichtigkeit, etwas mit spielerisch betrachten, etwas Neues entdecken, in Bewegung kommen. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt, ist eine männliche Energie und zeigt natürlich auch die Männer. Mars ist auch im Zwillingen und hier lernt man etwas. Und hier haben wir auch karmische Themen, weil die aufsteigende Mondknoten bewegt sich auch in den Zwillingen. Und das zeigt die Richtung und vermittelt, was uns fehlt gerade, was wir lernen. Und dieser Mondknoten, dieser Rahu, dieser Drachenkopf, was die Richtung bestimmt, was uns gerade befreit, bewegt sich ganzes Jahr, sogar nächstes Jahr auch noch in den Zwillingen. Und hier lernen wir etwas Wichtiges, dass wir erkennen durch unserem höheren Bewusstsein, dass wir eine Seele haben und unsere Seele ist unsterblich, das ist Pollux, die Symbol Pollux, eine von den Zwillingen, dass wir das erkennen, dass wir mit dem Göttlichen in Verbindung sind, weil das ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Und dieses Menschensein, dieser menschlichen Schicksalsweg, wo uns bewegen, das natürlich hat einen Anfang, auch ein Ende, das ist begrenzt. Das ist Castor, das ist die Verbindung zwischen Castor und Pollux. Aber das ist wichtig, dass unsere Seele entdecken in unserem Inneren und auch unsere Seele auch kümmern. Gerade mit dieser Mondknotenposition, wo auch eine karmischen Knoten ist, natürlich verstärkt jetzt die Begegnungen, die Kontakte mit Seelen, die wir von früheren Leben kennen und so aktiviert karmischen Themen, besonders für diejenigen, die in Tierkreiszeichen Zwillinge geboren sind oder Aszendent Zwillings haben oder Planeten hier in diesem Zeichen. Merkur bewegt sich im Widder. Gestern war noch in eine exakte Verbindung zum Uranus, das wirkt immer noch. Merkur bewegt sich aber schneller als Uranus und entfernt sich von dieser Position. Das sind unerwartete Ereignisse, eine Überraschung, ein Gespräch oder Termin oder eine Nachricht. Und hier im Widder natürlich bedeutet bei vielen Menschen auch ein Neuanfang oder eine neue Richtung. Jupiter ist gerade rückläufig, wenn das um eine rechtliche Lage handelt, das bremst diese Rückläufigkeit. Aber Jupiter zeigt auch was anderes, Glück zu haben, Chancen zu haben im Leben. Immerhin ist Jupiter die große Glücksplanet, vergrößert auch etwas. Aber durch diese Rückläufigkeit ist es eher jetzt beschränkt. Und Jupiter lässt jetzt zu, in die Tiefe zu schauen und es zeigt hier in Skorpion und das im Wasserelement ist wichtig, gerade mit unserem Gefühl, auf unseren Gefühlen achten. Raus aus negativen Gefühlen wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl
und übergehen auf die positiven Gefühle, Dankbarkeit, Begeisterung, Hingabe und Liebe, weil das ist göttlich, das ist schöpferisch und wir bewegen uns hier in eine Transformation und Jupiter belehrt uns, Jupiter zeigt auch diese Weisheit. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und das zeigt sich hier im Widder und das ist oft dann auch ein Neuanfang. Venus in Fischen fühlt sich sehr wohl und das ist sehr kreativ und diese Kreativität leben wir Frauen, wir verschönern etwas oder haben kreative Ideen. Wenn das um Liebe, Partnerschaft geht und da hat Venus schon auch einen Einfluss, bedeutet das Vertrauen, Vertrauen, das Fluss des Lebens, dass alles in Bewegung kommt, das, was wir Frauen jetzt lernen bezüglich Liebe, Partnerschaft, in Vertrauen bleiben. Neptun lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben das. Neptun ist im Wassermann. Wassermann gibt dazu die Luft zum Atmen, diese Leichtigkeit auch. Und die Ideen, die Fantasie ist jetzt grenzenlos. Pluto zeigt die inneren Kraft und wie wichtig das ist, in diesem Kraft zu bleiben und da konzentrieren und alles loslassen, verabschieden, was diese Kraft raubt. Pluto ist im Schütze und zeigt die Konzentration auf die Richtung und das zeigt auch die Schütze. Das ist auch die Begeisterung, das sind unsere Wünsche und unsere Sehnsüchte. Saturn befindet sich exakt auf diesem Knoten. Saturn ist Hüter der Karma und lenkt unserem Schicksal und erreichte jetzt diese Knoten. Und das ist ein Schnittpunkt zwischen Mondumlaufbahn und Ekliptik und hier wird alte Karma aktiviert, die karmischen Erinnerungen und Saturn ist auch die Hüter der Karma und hütet die Akasha-Chronik, das Buch des Lebens und hier kommen die Erinnerungen. Saturn bewegt sich langsam im Vergleich zum anderen schnelleren Planeten wie Merkur oder Venus oder Mars. Also bleibt auch eine Zeit lang, das heißt in die kommenden Monate noch in diesem Bereich und hier aktiviert dieser Schicksalsplanet alte Erinnerungen und es ist auch möglich, dass hier auch um karmischen Begegnungen kommt. Unserem Planet Erde bewegt sich im Waage und aktiviert wagene Themen wie inneren Gleichgewicht und die Ruhe bewahren oder etwas vergleichen, ausgleichen, auch Harmonie und Frieden, Schönheit, Kreativität, auch Liebe, Liebe, Thema Liebe ist auch vage Themen und dann die Luftelement dazu, das schenkt die Leichtigkeit. Jetzt noch ein paar Sätze zu Athena. Pallas Athena ist eine Kriegsgöttin, führt aber keinen Krieg, sondern sie kennt die Strategie des Krieges und kennt auch die Schachzüge und hat diese Geschichtlichkeit und arbeitet daran, das zu verhindern. Sie hat diese Weisheit, weil da kennt sie sich aus. Athena oder Pallas Athena ist die Schutzpatronin von Hauptstadt von Griechenland, Athen, wurde auch dort verehrt. Athena ist auch die Göttin, die Schmiedekunst. Athena hat einen Einfluss auf unserem Planet Erde, weil bewegt sich in diesem Bereich. Sie bewegte sich bis 6. Mai im Sternbild Bärenhüter und jetzt bewegt sich im Sternbild Haar der Berenike. Dazu gibt es auch eine mythologische Geschichte. Berenike war eine Königin in Ägypten und ihr Mann war im Krieg. Und sie hat so Angst gehabt und wollte, dass ihr Mann heil nach Hause kommt und ging im Tempel und dieser Tempel wurde zum Venus
verehrt, also zu der Liebesgöttin. Und Berenike hat geschworen, wenn ihr Mann zurückkehrt von Krieg ohne Verletzungen, dann schneidet sie ihre Haare ab. Und so war es das auch. Ihr Mann kam zurück von Krieg ohne Verletzungen und sie hat diese Eid natürlich dann, was sie geschworen hat, eingehalten. Sie hat ihre lange Haare abgeschnitten und hat das in diesem Tempel, was für Venus verehrt wurde, am Altar gelegt. Und nächsten Tag waren die Haare nicht mehr da. Und es war ein Rätsel, wo ist die Haare von der Königin? Und viele haben dann erzählt, ja, das ist jetzt bei Venus und wurde im Himmel gesetzt. Und so wurde dieses Sternbild benannt, die Haare der Berenike. Und diesem Sternbild, Haare der Berenike, befindet sich in diesem Bereich, wo die Waage ist, zwischen Tierkreiszeichen Jungfrau und Waage. Und hier in diesem Sternbild bewegt sich gerade Pallas Athena. Und sie bremst gerade ihre Bewegung, kommt auch zum Stillstand. Und jetzt noch die Verbindungen. Sonne und Neptun steht in einer schönen Verbindung. Sonne beleuchtet etwas und das sind unsere Wünsche, unsere Fantasie, all das, was wir erreichen wollen, unsere Träume, unsere Visionen. Und da fließt auch die Lebensenergie und das ist eine schöne Verbindung. Und das heißt, das sollen wir auch bewusster wahrnehmen und auch in Tat umsetzen. Jupiter und Venus steht auch in einer schönen Verbindung, eine sehr schöne Verbindung und das ist Glück in die Liebe, Partnerschaft und bei rückläufiger Jupiter kann bedeuten, dass ein altes Thema wird geklärt und kommt wieder Ordnung rein, Gerechtigkeit oder jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Und jetzt zum tibetischen Astrologie und das zeigt hier diese Karte mit vollen Symbolen. Die heutige Tagesenergie ist im Einklang für diese Menschen, die 1942 oder 2002 geboren sind. Was erzählt dieses Bild, diese ganze Symbolik? Wir werden heute etwas verschönern, verbessern und haben wir eine große Freude daran. Heute sind wir anpassungsfähig und bestimmen wir eine neue Richtung. Aber wir lassen das nicht zu, dass jemand das beeinflussen möchte, sondern wir handeln selbst und verwirklichen unsere eigenen Ideen, obwohl wir passen auf anderen an. Wir haben Geschichte, Handlungen und sind wir heute intuitiv. Diese Zahlen und die Farben hier, die Energie, was nach außen gerichtet ist und das heißt, wir klären etwas und das ist sehr wichtig und das befreit auch all das, wo uns begrenzt hat. Bis jetzt war etwas da, wo wir gesagt haben, da stoßen wir an unseren eigenen Grenzen. Genau das wird jetzt geklärt und bereinigt. Und dann kommt Stabilität rein und diese Chancenmöglichkeiten bietet der heutige Tag. Diese Figur erzählt auch, wo er sitzt. Das ist die Basis, das ist die Fundament, das ist die Metallelement, das ist die Klärung. Klärung und Gerechtigkeit. Und dann die Wasser- und Feuerelement wird hier lebendig und das bedeutet intuitiv handeln, mutig zu sein, etwas in Bewegung setzen. Und die Zahlen erzählen auch etwas, die Zahl 1 im Metallelement und das heißt selbst die Zügel in Hand zu nehmen, weil das ist die Richtung, dann ist das alles geklärt. Die Zahl 4 im Erdeelement, etwas in Tat umsetzen, das bekommt jetzt eine Struktur. Und die Zahl 7 im Feuerelement, die Chancenmöglichkeiten sind da. Wir müssen das nur wagen, so mutig zu sein und auch aktiv. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.
Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. Und in diesem Video erkläre ich, was war in früheren Leben, was ist Karma überhaupt, was passiert nach dem Tod, was ist der Sinn des Lebens, was bedeutet eine Seelenreise und wann beginnt das Leben überhaupt. Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.